Die Frage habe ich mir nicht vorbereitet. Darf ich kurz überlegen? Also wir sind noch sehr weit vom Saisonende entfernt. Also jetzt so schon von Finalspielen etc. zu reden, das halte ich für deutlich verfrüht. Aber klar ist auch, wir blenden das nicht aus. Also auch wir finden Zeitungen und Videotexte mit Tabellen. Da kommen wir nicht dran vorbei. Aber wir tun das auch in dem vollen Bewusstsein, dass wir genug Spieler haben, um unsere Punkte zu sammeln und dass wir sehr gut daran tun, uns auf unsere Spiele zu konzentrieren. Weil klar ist auch, wenn wir nicht mehr punkten, werden 8 Punkte nicht reichen, egal wie die anderen spielen. Das Entscheidende ist für uns, das ist unsere eigene Erwartungshaltung. Und die unterscheidet sich aus meiner Sicht nicht davon, ob wir jetzt auf dem Platz stehen, auf dem wir stehen, ob wir 3 Plätze besser stehen oder 10 Plätze besser stehen. Also ich glaube, das muss eine Grundhaltung in jedem sein, in jedem Trainer, in jedem Spieler. Wir wollen diese Spiele gewinnen. Und dementsprechend gehen wir in die Spiele. Deshalb sehe ich da keinen großen Unterschied. Dass dieser Glaube einfach komplett da sein muss. Nicht na, der Glaube, wir können hier gewinnen oder es gibt bei bestimmten Verlauf eine Möglichkeit, sondern mit diesem Gefühl ins Spiel zu gehen, wir werden hier gewinnen und wir werden nichts zulassen, das dem entgegensteht. Und das müssen wir in jedes Spiel transportieren. Klar müssen wir auch so ein bisschen gucken, wo kommen diese plötzlichen muskulären Probleme her, weil das war für alle schon sehr überraschend, inklusive Sladdy. Und trotzdem gehe ich davon aus, dass er eine normale Trainingswoche absolviert und dann am Samstag voll fit zur Verfügung steht. Und das wäre für uns ein sehr wichtiger Baustein. Ja, Neuigkeiten in dem Sinne nicht. Wir gucken da leider weiter von Tag zu Tag. Ich weiß auch, dass das für außen irgendwie unbefriedigend ist, aber ich kann da wirklich auch nichts Genaueres sagen. Ich habe ihn nicht komplett abgehakt für Stuttgart. Ich hoffe, dass er im Laufe der Woche eventuell ein Thema wird, kann es aber auch nicht versprechen. Ja, für eine ganz genaue medizinische Diagnose bin ich in meinem Medizinstudium nicht weit genug gekommen, aber das ich nie gemacht habe. Ne? Also es ist der Schlag aufs Knie, es hat da ein bisschen im Gelenk Probleme gegeben und wir sind da wie gesagt immer noch der Hoffnung, dass das von Tag zu Tag besser wird. Es wird auch besser, aber wir sind noch nicht so weit, dass wir ihn auf den Platz schicken können. Also ja, das ist der Stand. Da muss ich auch ganz ehrlich sein, ich hätte ihm, habe diese Entwicklung natürlich jetzt auch so ein bisschen eher dann aus der Ferne verfolgt als U23-Trainer. Und finde das sehr imposant, mit welcher Ruhe, mit welcher taktischen Cleverness er spielt. Er ist in der Spieleröffnung jemand, der sowohl den vertikalen Ball spielen kann, sich traut, Zwischenräume anzuspielen, aber auch immer die Verlagerung im Blick hat. Ist taktisch sehr clever, ist im Rausstechen gut. Kette schließen, wenn jemand anders raussticht, ist noch so ein Thema, an dem wir arbeiten. Aber grundsätzlich finde ich das eine sehr beeindruckende Entwicklung. Und ich glaube, man merkt ihm sein junges Alter nicht an. Er spielt extrem routiniert, extrem clever und bin sehr, sehr froh über seine Entwicklung.